Wunderbar dem Himmel gleich, wunderbar unendlich reich, wie ein bunter Traum von Glück, wie vom Paradies ein Stück. Brasil, Brasil, du Land im ewigen Sonnenschein. Kuckuck, Kuckuck, ich bin Charles Tante. Kein doppelter Boden, alles normal, der schwebende Handelsattaché. Schön, wie eine Blume, die erblüht, wie ein berauschendes Lied. Hast du bezaubert so viel, mein Herz, du Märchenfrau. Von wegen hier. Die arme kinderlose Witwe besitzt nämlich einige Millionen. Ah, eine Erbtante also. Ja, vorausgesetzt, dass sie keine Kinder mehr kriegt. Du meinst, er sucht eine Frau mit Geld? Er sucht Geld mit Frau. Was nützen mir heute die Millionen meiner Eltern? Millionen? Nebenbei ein Dollar. Ein Dollar? Ja, das wird noch Dollar. Oh, ich war ein armes, gefangenes, verschrecktes Vögelchen. Piep, piep, das war alles, was ich sagen durfte. Was rümpfst du die Nase, Britta? Was soll ich sonst rümpfen? Oh, bitte sag mir nur nicht, dass du mich heiraten willst. Ich bin nämlich ein bisschen anders als die anderen Frauen. Sie müssen nämlich wissen, dass ich, was Frauen anbelangt, sehr wählerisch bin. Na ja, sonst wäre ich ja schon längst verheiratet. Wieso stellen Sie so hohe Ansprüche an Ihre zukünftige Frau? Eigentlich nicht. Sie muss nur eins haben. Humor. Seien Sie unbesorgt, Herr Doktor. Die Frau, die Sie mal heiratet, hat bestimmt Humor. Wir sind nämlich gezwungen, heute Abend auf unserem Dachgarten eine Party zu geben. Wieso sind Sie gezwungen? Zu Ehren meiner Tante. Die ist ganz unerwartet eingetroffen. Aus Brasilien. Oh, bitte passen Sie doch auf! Sie tun mir weh! Haben Sie Kinder? Nein. Neun. No, oh, ja, in allen Preislagen, von 2 bis 20. So viele Kinder habe ich Ihnen noch gar nicht zugetraut. Charlie war ein verstocktes Kind. Sein reicher Vater ging zum Psychologen. Dieser nahm einen Stock geschwind und der Komplex von dem Kind war verflogen. Au, bitte passen Sie doch auf, Sie tun mir weh. Au, bitte passen Sie doch auf, bitte passen Sie doch auf, Sie tun mir weh. Oh, entschuldigen Sie, das wollte ich nicht. Wenn ich es geahnt hätte, dass die Trauer Sie übermannt. Übermannt? Bitte, wie meinen Sie übermannt? Jetzt begreife ich alles. Leider zu spät. Carlotta hat das Kleid erkannt. Ach, Süße. Helfen Sie doch! Na, Jana! Na komm, August, auf den Schreck gießen wir einen hinter die Binde. Ich wollte sagen, hinter die Bluse. Und Sie sehen zu, wie hier junge Mädchen herumhüpfen. Ich sehe gar nicht zu. Ulla Macho, was ist denn? Hände weg, Sie Wüstling! Nicht gucken! Das ist ja allerliebst, ist das niedlich. Wir tauschen die Kleider, kommen Sie, meine Süße. Aber immer tut er das nicht. Das macht der Jackie.